Mahlzeit, meine Freunde. Ich habe mal wieder thailändisch im Ming Kwang bestellt. Ich habe zwei Gerichte bestellt und wie man hier sieht, ich habe drei so eine Teile gekriegt. Ich habe keine Ahnung, was die da gemacht haben. Die kleine Portion wird auf jeden Fall die Bratnudeln sein. Oh nein, das ist Reis. Den Reis habe ich gar nicht bestellt. Also den Reis können wir schon mal vergessen. Also, Reis habe ich nicht bestellt. Ich habe kleine Portion Bratnudeln bestellt und einmal vegetarisch gebratene Bambussprossen. Das hier ist eine kleine Portion Bratnudeln aus dem Ming Kwang Restaurant hier in Halle, schön heiß, ja. Und das hier in der Aluschale oder in dem Plaster-Alu-Ding werden die gebratenen Bambussprossen sein. Aha, jetzt verstehe ich auch, warum der Reis damit dazu ist, den ich gar nicht mit dazu bestellt habe. Also interessant auf jeden Fall. Ich esse dazu auf jeden Fall Nudeln. Also so sehen gebratene Bambussprossen aus. Also Karotten. Na, logisch. Bambussprossen, Lauch, irgend so eine Soße, ja, irgendwelche Zwiebeln sind auch drin, wie man hier sieht. Zwiebeln. Also das ist total vegetarisch. Also wer auf vegetarisches thailändisches Essen steht, ich hatte das selber noch nicht. Ich bin sehr gespannt. Hier sieht man mehr Soße. Also sieht sehr fettig aus, aber sehr, naja, ich weiß nicht, irgendwie dickflüssig auf jeden Fall. Ja, ich bin mal gespannt. Ich rieche jetzt erstmal an den gebratenen Bambussprossen. Aha. Ja, riecht auf jeden Fall nach Bambussprossen, also nach asiatisch, aber nicht also ich würde sagen geschmacksneutral. Ja, also das würde ich auf jeden Fall als geschmacksneutral bewerten. Da würde ich jetzt mal sagen, wir testen erstmal hier die gebratenen Bambussprossen. Man weiß es ja nicht, ob die wirklich gebraten sind oder ob die nur irgendwelches dahinscheinen. Ja, Geruch haben wir gesagt, Aussehen. Ja, jetzt kommt der Geschmack. Wie schon vermutet, sehr fettig. Ja, schmeckt nach Bambussprossen, aber also Röstaromen kann ich da jetzt nicht rausschmecken. Deswegen war auch der Reis dabei, den ich überhaupt nicht mitbestellt habe. Die Soße ist einfach nur Öl, würde ich sagen. Einfach nur Öl mit irgendwelchen, ja, keine Ahnung. Ich würde sagen chinesisch, aber das ist ja thailändisch, irgendwelche vielleicht leichte thailändische Gewürze. Da fehlt es auf jeden Fall an Salz. Also wenn da Sojasauce dabei wäre oder drinne wäre in dem Gericht, ordentlich Sojasauce, dann würden die Bambussprossen auch nach was schmecken. Also nach Sojasauce. Hier, es tropft so runter, diese Soße. Ja, also ich weiß nicht. Also vegetarisch finde ich beim Thailänder nicht der Burner. Sojasprossen auf jeden Fall schön warm, also werden sie die wohl doch angebraten haben. Aber weil die so viel Wasser von Haus aus in sich haben,
werden die auch, wenn die gebraten sind und ohne Sojasauce, einfach nach gar nichts schmecken. Einfach nur warme Sojasprossen. Kalt schmecken die ja schon geil, aber wenn man die jetzt auch noch warm macht, beziehungsweise heiß, man hat die ja gebraten, mit sehr viel Fett, wie man hier sieht in der Soße. Also ich würde sagen, das ist das Bratfett von dem Sojasprossen-Dingern einfach nur reingeschüttet. Ja. Also vegetarisch würde ich euch definitiv nicht empfehlen, wenn ihr natürlich keine Fleischesser seid oder Veganer. Also ich glaube, dass wenn das nicht so viel mit Öl wäre, wäre das auch was für Veganer. Also mein Fall ist es nicht. Da fehlt es mir leider an Geschmack, an Sojasauce. Wie man hier sieht, das ist einfach nur Fett. Das Fett, was womit die Sojasprossen gebraten wurden, das einfach mit reinschütten, da weißt du, dass du ordentlich Kalorien danach gegessen hast, wenn du die zwei Portionen isst. Ja, also vegetarisch und thailändisch passt für meinen Geschmack nicht zusammen. So, gehen wir jetzt mal an die kleine Portion Bratnudeln mit Huhn dran. Ja, jetzt gibt's Huhn, mein Schatz. Jetzt gibt's Huhn. Hier, du darfst schon mal testen. Da, bitteschön. Hier, da. Warte, hier, pass auf. Hops. So. Bratnudeln aus dem Restaurant, wie wir wissen, mit Ei, Karotten, Huhn, also wie man hier auch wieder sieht, schön ölig. Sojasprossen auch drin, ist ja ganz klar die klassischen Zutaten. Lauch. Ja, heute schmecken die irgendwie komisch oder beziehungsweise anders. Ich will nicht so ein großes Stück Fleisch. Hier, da. Guck mal hier. Da. Warte, ich nehme das weg. Da. Kannst du essen. Moment, ich muss noch mal die Nudeln probieren. Ja, fettig nach wie vor. Geschmack. Leider fehlt es auch da heute an der Sojasauce. Ja, wir sind schon bei 8 Minuten. Irgendwie so ein Beigeschmack. Als ob die das wieder mit altem Öl gebraten haben. Sind diesmal auch ein bisschen trockener als sonst. Keine Ahnung, woran das liegt. Das Ei ist sehr zäh. Also, ich weiß nicht, was sie da heute gemacht haben. Die sind ja kurz vorm Feierabend, oder beziehungsweise jetzt ist der Feierabend, 15 Uhr. Ja, aber fettig sind sie nach wie vor, aber irgendwie so ein komischer Beigeschmack. Ja. Leicht trocken. Ja, fettig wie Sau. Auf jeden Fall. Also wenn man das beides in Kombination isst, boah, dann aber freut sich der Arzt. Ich weiß nicht, welcher Arzt hier für die Kalorien zuständig ist oder für die Fettverbrennung. Das Fleisch heute auch sehr trocken.
zwar weich, aber leicht trocken. Ja. Also heute, also für die zwei Gerichte habe ich ja fast, nee, habe ich 13,20 Euro bezahlt. Puh, also wenn die Qualität von den Bratnudeln immer gleich bleiben würde, wäre das super. Da hast du noch ein Stück Fleisch. Aber wenn die das immer wieder verändern, beziehungsweise immer wenn da ein anderer Koch hinterm Wok steht und das anders macht, boah, ich weiß nicht. Die Nudeln sind heute definitiv sehr trocken. Fettig und trocken. Also damit haben sie sich heute keinen Preis gewonnen bei mir. Auch wenn ich schon, keine Ahnung, 3, 4 Tests oder 5 oder 6 Testvideos von den Bratnudeln gemacht habe aus dem Restaurant. Die waren immer besser als vom Ibis. Aber heute die sind leider noch schlechter als vom Imbiss. Sehr trocken, fettig. Ja. Also wer auf vegetarisch steht und auf viel Fett, für den sind gebratene Sojasprossen was mit Karotten und Lauch und Zwiebeln. Bratnudeln leider heute durchgefallen. Muss ich leider so sagen. Das Ei auch irgendwie trocken und zäh und keine Ahnung. Tja, ich wünsche euch trotzdem, ich danke euch trotzdem fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen.